Hallo und herzlich willkommen zur 100. Lesung eines regulären Beitrags aus meinem Blog rkslp.org. Diesmal Exportweltmeister Deutschlands, Unterstützung für andere EU-Staaten in den bisherigen Krisen dieses Jahrtausends. Etwas, das man häufig hört, wenn man anmahnt, Deutschland sollte mal wieder zu seinem politischen magisches Viereckziel außenwirtschaftliches Gleichgewicht zurückkehren, ist ja, dass wir während der Krisen, seitdem wir wieder einen positiven Außenbeitrag, also wir profitieren, aufweisen, überdurchschnittlich viel freiwillig unterstützt hätten. Und dass wir ja einen übergroßen finanziellen Beitrag für die EU leisten würden. Nun, letzterer wird, wenn man dem Wikipedia-Artikel Glauben schenkt, ja nicht im Außenbeitrag berücksichtigt. Der Außenbeitrag für Deutschland ist seit 2009 ständig meist als dreistelliger Milliardenbetrag im Plus. Also da sieht man die ganzen Zahlen. Deutschland ignoriert also zumindest seitdem sein eigenes Stabilitätsgesetz, welches auch hier eine schwarze Null als nötig ansieht, und macht entweder die Arbeit anderer oder es spart auf Kosten anderer. Da hatte sich auch Herr Finanzminister Schäuble damals nie dran gestört. Vielleicht hatte er als Halbjurist auch die Zusammenhänge erst noch nicht richtig verstanden und dann vor lauter Krise keine Zeit mehr, das nachzuholen gehabt. Jetzt hatte er aber ja mehr Zeit, da könnte er mal drüber nachdenken, ob man als Konservativer, als welcher er sich ja auch sieht, nicht vielleicht mehr darauf achten sollte, sich an die gesetzlichen Ziele zu halten und es sich mit dem kurzfristigen Profit und es mit dem kurzfristigen Profit nicht zu übertreiben. Auch als Staat. Interessant ist auch, oder das Rio, dass laut Wikipedia fast sämtliche gängigen Handlungsmöglichkeiten eines Staates, um gegen solch einen Überschuss vorzugehen, nicht mehr zur Verfügung stehen. Aufwerten auch automatisch durch flexible Währungskurse geht wegen des Euros nicht mehr. Da rufen dann als Ausrede einige gleich wieder, dass wir den ja gar nicht wollten, sondern die Franzosen. Das ist aber wohl weder zutreffend, noch haben die Franzosen wirklich bekommen, was sie nach Sissis, Papa Dimitriou und Karl-Heinz Roth in die Katastrophe verhindern, Manifest für ein egalitäres Europa wollten. Dort schreibt Papa Dimitriou, die Franzosen hätten eine sehr viel handlungsfähigere europäische Zentralbank haben wollen. Das hätten die Deutschen aber rausverhandelt. Genug Freunde mit Nähe zum Atlas-Netzwerk hatten sie ja, wie ich schon mehrfach aufgezeigt hatte. Denen scheint halt wirklich Freiheit des Wirtschaftens und Verhandelns sogar wichtiger als Stabilität. Dazu passt auch, dass neben des Verbots von Zöllen als weiterer Hindernisgrund für den Abbau des positiven Außenbeitrags bei Wikipedia auch genannt wird, dass solche Maßnahmen jedoch geeignet sein, den Freihandel zu beschränken. Also Stabilität und Freihandel wären teilweise gegensätzliche Ziele. Das ist ja logisch. Unbeschränkte Freiheit heißt halt auch frei für zu wenig soziale, ökologische, sicherheits- und zukunftsorientierte Ergebnisse. Deshalb hatte von Schmoller, Gründer des Vereins für Sozialpolitik, ja auch gewarnt. Nur der Inkonsequente und derjenige, der die heutige Gesellschaft ruinieren will, kann komplett freihändlerisch sein. Nur leider bin ich der Einzige, der an diese Einsicht von ihm erinnert. Steht in so einem altdeutschen Buch im Internet, kann man nachlesen. Zumindest die meisten, der Link steht aber nicht. Zumindest die meisten anderen Linken würde mich da durchaus konsequent dazu zählen, sind halt unstabil, sind halt an Stabilität interessiert, also an seinem Gesamt so, ja, Staat. Ja, also Gesellschaft, ja. Sind halt schon mit sozial und ökologisch beschäftigt und haben ihre Gründe. Oder haben, also nicht die wenigen. Spätestens ist auch, spannend ist auch, dass Kanzlerin Merkel 2010 Obamas Mahnung, keiner sollte länger einen positiven Außenbeitrag haben, genau mit diesem Verweis auf die Unverträglichkeit von Gegenmaßnahmen mit dem Freihandel zur Seite gewischt hatte. Also von Gegenmaßnahmen mit dem Freihandel. Die negative Tragweite dieser Aussage hätte ich damals aber noch nicht richtig einschätzen können. Und mitbekommen hatte ich die damals eh nicht richtig. Auch deshalb hatte ich Merkel in der Hoffnung auf ein hinreichend soziales, sicheres und stabiles Deutschland und Europa
in und für die Welt trotzdem weitergewählt. Tja. Damals habe ich sogar gelesen, dass das die Amis Keynesianer wären. Da habe ich auch gedacht, das ist ja Quatsch. Ja, wenn man so mal eine Einstellung hat, kommt man das wahrscheinlich raus. Dann, ja, genau. Und das, ja, das mit dem, ja, genau, so ist es halt gelaufen. Wobei man sagen muss, dass das Deutschland zu Zeiten von, aber jetzt mache ich halt der Aktion, danke. Wobei man sagen muss, dass Deutschland zu Zeiten von Schmoller noch einen hinreichend gewachsenen Nachteil im Freimarkt gegenüber England hatte. Deshalb passt Ruinieren heute nicht mehr. Zumindest unmittelbar. Auf Deutschland selbst. Aber wie ein weißer Mann mal sagte, es kann einem nur gut gehen, wenn es auch den Nachbarn gut geht. Also, wenn man die oder deren Nachbarn und so weiter heute ruiniert, kann das auch schnell auf einen zurückschlagen. Als letzte Maßnahme des Stabilitätsgesetzes von 1967 bliebe dann noch die Erhöhung der Löhne in der Exportwirtschaft. Das wäre eine Option. Nur wäre das eine Maßnahme, welche eben die Arbeitsplätze in der Exportwirtschaft aus Stabilitätsgründen teilweise ins Ausland verlagern würde. Wenn auch für mehr Lohn für den Rest. Deren Mehrgehalt müsste dann auf den Rest umverteilt werden. Also auf den nicht Rest, sondern auf den Rest, der dann irgendwo anders dafür weniger arbeiten. Dabei sind die deutschen Gewerkschaften aber, oder halt, ja, also in irgendwas selbst gewählt oder so, dann, ja, also je nachdem, wenn es reicht insgesamt, ja, aber anders, ja. Dabei sind die deutschen Gewerkschaften aber auch nicht gerade hilfreich. Das ist halt auch nicht ihr Fachgebiet. Weniger Arbeit und mehr im Nachhinein umverteilen. Da sehen die erstmal rot. Da braucht man wohl noch viel Überzeugungsarbeit. So viel Konsequenz kann man da wohl auch nicht direkt erwarten. Oder doch? Wie auch immer. Bleibt erstmal nur die Sache, über die Übertragungsbilanz auszugleichen. Zumindest soweit, dass es nicht zu unruhig wird und der Westen als Ganzes nicht gegenüber dem Rest der Welt, vor allem China, sogar zurückfällt. Nur wurde bei uns dermaßen viel gegen Transferzahlungen getrommelt, dass das selbst noch zur eigenen Sicherheit auf großen inkonsequenten Widerstand stößt. Oder halt anders motiviert. Aber genau um solche freiwilligen Maßnahmen zur Stabilität der anderen EU-Staaten soll es ja heute gehen. Dann fangen wir mal an. Zunächst mal sollte man da auf die jährlichen Nettobeiträge an die EU schauen. Auf. Die hätten 2021 bei 25 Milliarden gelegen. Bei einem Außenbeitrag für Deutschland von 191,6 Milliarden. Für die gesamte Entwicklungshilfe von Deutschland hätte bei 27 Milliarden gelegen, nach nur 11 Milliarden im Schnitt vor 2011, 15. Da gab, war aber auch der Milliardenbetrag, Außenbeitrag, nur so 100 Milliarden oder so. Immerhin mehr, aber da bleibt immer noch viel Raum für weitere Stabilitätszahlungen. Oder Soziales, aber das ist soweit, ja genau, also sollte. Deutschland lässt sich ja gerne als Euro-Retter feiern. Also werfen wir mal einen Blick auf das, was wir 2008 bis 2012 geleistet haben, als aus der internationalen Finanzkrise eine Schuldenkrise für einige Staaten wurde. Die Schulden teilten wir in der EU ja erstmal genauso wenig wie die Gewinne durch den Freimarkt. Oder Standortwettbewerb mit unfairen Karten und so. Und ja, wenn man bedenkt, dass schon, also nur so vorübergehend, so als Regulation mit den ja, Kapital und ja, anders, ja. Und China vielleicht. Oder ja, oder irgendwelche, die da, ja, das ist ein bisschen mehr von rechts, egal, aus. Wenn man bedenkt, dass schon Max Weber anmerkte, dass Deutschland einen natürlichen Vorteil durch seine Lage mitten in Europa hätte und auch Keynes schon anmahnte, die Wirtschaftskraft Deutschland müsste allen in Europa nutzen, bleibt die Schuldenkrise eine schöne Gelegenheit, die Wanderbewegung der Wirtschaftskraft durch den neuen gemeinsamen Markt auch noch teilweise mit gleicher Währung hin zu Deutschland. Mit seinen natürlichen Standortvorteilen und seinen Hartz-IV-Reformen als selbst verschuldet durch die Defizitstaaten darzustellen. Ihre Bürger hätten sich von billigen Krediten dazu verleiten lassen, über ihre Verhältnisse zu leben. Zu viele Wochenendhäuser im Süden gebaut
und so weiter. Davon, dass Jobs wegen des neuen gemeinsamen Wirtschaftsraums wegfielen, war keine Rede mehr in den großen Medien. Ebenso wenig, dass die Wohnungen eben vielleicht für diejenigen auch aus dem Ausland gebaut wurden, die dann in der Finanzkrise erstmal ihre überdurchschnittliche Kaufkraft einbüßten oder zur Sicherheit erstmal sparen wollten. Die dadurch wegfallenden Arbeitsplätze und Kreditrückzahlungen konnten dann nicht mehr kompensiert werden und es kam zu persönlicher Verschuldung und Bankenüberschuldung. Und die Rettungsmaßnahmen führten zu höheren Staatsverschuldungen, zu hohen Zinsen, die erst durch den damaligen EZB-Präsidenten Draghi mit seiner Anleihenankaufgarantie abgemildert wurden. Das und das Hinnehmen dieser Maßnahmen durch Deutschland rettete den Euro und bewahrte den Süden damals vor dem Zusammenbruch, der mit Sicherheit auch bei uns zu Unruhe geführt hätte. Der europäische Finanzstabilitätsfazilität Aktiengedöns EFSF und später der ESM hatten da nicht gereicht. Die Akzeptanz der Rettung in Deutschland und Co. wurde wohl auch dadurch begünstigt, dass ein Rückzahlungsausfall der Schulden wohl eine weitere Bankenkrise wie die 2007 ausgelöst hat. Die Rettung bedeutete für den Süden aber herbe soziale Einschnitte und Austerität. Das komplette Abwandern der im neuen gemeinsamen freien Markt mit gleicher Währung nicht mal wettbewerbsfähigen Teils der Wirtschaftskraft plus X Keynes Schuldenfinanzierung lässt grüßen. Also der ist auch ein Teil, den man normalerweise erhalten kann, wenn man da ein bisschen vorfinanziert, der eigentlich noch wettbewerbsfähig gewesen wäre, ist dann da mit abgewandert, konnte man halt mitnehmen. Konnte durch diese Schuldenkrise verschleiert werden. Quasi eine Schocktherapie wie im Osten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Nur waren diesmal nicht die vorherigen Kommunisten schuld, sondern die billigen Kredite. Die zweite Krise, wo Deutschland gerettet hatte, war dann durch Corona verschuldet. Da es hier um die gemeinsame Rettung der eigentlich wettbewerbsfähigen und auch für Deutschland wirtschaftlich nötigen Produktionsstätten und Arbeitskräfte ging und auch weil sonst größere Unruhen drohten, waren sich diesmal alle schnell einig, gemeinsame hinreichende Rettungsfonds aufzubauen, ohne unmittelbare Austeritätsmaßnahmen. Dies wurde nur als später noch nachholbar in den neuen Verträgen offen gelassen, meines Erachtens. Und mit einem deutschen Finanzminister Lindner ist das wohl leider etwas zu sehr möglich, wahrscheinlich. Also jetzt bald. Oder mit Mittelnamen Wolfgang. Beziehungsweise wird in Italien mit der Ministerpräsidentin Giorgia Meloni leider eventuell durch Maßnahmen wie das Abschaffen des italienischen Bürgergelds ab 2024 von freiwillig ausgeführt. Also diese sozialen Anstrengungen. Schade, da hätte ich ihr zumindest für die ärmeren ethnischen, also ethnischen Klammer, weil also schon ein bisschen Hoffnung da, dass sie da nicht nur. Genau. Die hat ja durchaus auch am Anfang so ein paar positive. Ja. Mehr garantierten Einsatz zugetraut. Vielleicht ist da auch die Liga Nord schuld oder die Neofaschisten. Also die ist ja Post und da ist ja neue Wortspiele lassen immer Hoffnung auf einigermaßen und so. Wobei wir durch den Ukraine-Russland-Krieg, ja, mit dem zumindest bis auf weiteres weiter zu erwartenden Wegfall des russischen Gases und den nötigen Maßnahmen gegen die Klimaüberhitzung ja wieder einen einmaligen Umstellungsbedarf der Wirtschaft haben. Und den gilt es gemeinsam abzufedern. Aus weniger sozialer Sicht, zumindest soweit, dass es nicht durch Unruhen oder Zurückfallen zu teuer wird. Bleibt festzuhalten, dass Deutschland bisher über also die Flüchtlingskrise 2017 hätte man noch erwähnen können. Aber das ist ja da, das war ein anderes Thema. Aber da hat auch Deutschland, also zuerst, wie sie noch einigermaßen davon gekommen sind, haben sie da immer dort, wo sie sind, sollen sie und so. Und erst, wo sie dann vor der Tür gestanden haben und so. Genau. Aber dann immerhin und ja, aber trotzdem nicht so viele und so. Und muss mal gucken. Und ja, ein anderes Thema. Bleibt festzuhalten, dass aber auch was machen und so. Und ja, genau, anderes Thema. Bleibt Satz halt und Umsatz. Also mit universellem Selbstanspruch die Sachen wissen.
Bleibt festzuhalten, dass Deutschland bisher über den Außenbeitrag gegen die Zielvorgaben seiner eigenen Gesetze mehr über den gemeinsamen Markt einkassiert hat, als es durch freiwillige Rettung wieder zurückgegeben hat. Bisher konnte ein Zusammenbrechen der EU zwar durch diese Freiwilligkeit zwar mehr oder weniger knapp und unter Zulassung von Elend in Europa zwar verhindert werden, also schon, gab schon welches, aber will Deutschland wirklich weiter gegen den 1967 gesetzlich verankerten Rat, gibt auch immer noch, also das ist jetzt nicht so genau. Aber will Deutschland wirklich gegen den 1967 gesetzlich verankerten Rat vorher verstoßen, es zumindest schon aus Gründen der Stabilität nicht mit dem Leben auf Kosten also vom Außenbeitrag zu übertreiben, beziehungsweise die sogar gar nicht zu tun, allerdings es auch nicht zu lassen, dass allerdings auch nicht zulassen, dass jemand anders auf Kosten unserer Stabilität Überschuss anhäuft. Deshalb fordere ich Rückzahlung von Staatsziel außenwirtschaftliches Gleichgewicht und Etablieren einer gemeinsamen, fairen und nachhaltigen Verteilungsordnung in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum, der fair alles beinhaltet, was wir brauchen, und der sollte dann auch gescheit verteidigt werden. Fair. Warte.